Oh, meine Damen und Herren, alles ist tot, alles im Tod ist das jetzt Mist. Oh Gott, ja, wir spielen am PC gerade. Deswegen ist es ein bisschen anders. Alles ist tot, alles im Tod. Meine PlayStation ist gestorben. Fangen wir mit dem an, deswegen spiele ich jetzt am PC mit PlayStation Plus. Ich habe es endlich runtergeladen, deswegen könnt ihr auch sehen, dass unten Regen einsetzt. Und wie spät es ist und welcher Tag es ist. Cool, ja. Jetzt wird am PC weitergespielt. Das ist der erste Tod. Meine PlayStation 4 ist gestorben. Es fühlt sich komisch an am PC. Es fühlt sich einfach nur komisch an gerade. Ich weiß nicht, wie die Qualität das verändert wird. Aber wir haben einen noch schlimmeren Tod zu beklagen. Nicht nur meine PlayStation, sondern auch der gute alte Jericho ist gestorben. Mein Freund, mein bester Soldat, mein Teammitglied. Aus meinem eigenen Versagen ist er gestorben. Jericho hat ins Gras gebissen. Ich fühle mich so einsam. So alleine gelassen. So zurückgelassen. Wir sind hier alleine. Leere Whiskyflaschen. Ausgetrunken von unserem Bro Jericho. Er ist gestorben. Es wird eher eine Jericho und PlayStation 4 Memorial Folge mit wenig Action. Keine Action mehr. So wenig Action wie möglich. Und ich fühle mich gezwungen, was zu tun, was ich gar nicht tun will. Gutes Karma sammeln. Ich weiß, es ist komisch. Mein Mauscursor ist im Spiel. Da, weg mit dir. Und ich brauche Money. Ich brauche Money. Wir machen eine Anti-Action-Folge. Eine Anti-Action-Folge. Ich muss mich sowieso daran gewöhnen, dass das Spiel am PC läuft und es irgendwie noch schierer ausschaut als auf der Blazy. Und es läuft nicht flüssig. Nein. Nein. Ich spiele es. Ich glaube, ich kann es gar nicht so spielen, dass es flüssig laufen würde. Es läuft auf einem fast Fullscreen. Es schaut zerhackelt aus. Ah. Ja, Jericho ist tot. Und um ehrlich zu sein, ist das nicht das erste Mal. Ich erst einmal offscreen gestorben, wie ich nicht recorded habe. Da habe ich dann einen Loading Point geladen. Das war es mir auf jeden Fall wert. Er ist direkt hier gestorben, wie ich da irgendwann mal verkauft habe. Er ist anscheinend irgendwo weggelaufen und einfach so gestorben. Das Spiel neu geladet. Das könnte schon ein Thumbnail sein. Weiß nicht, ob das gegangen ist. Okay, keine Karawane für mich. Oh, und ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich das Spiel zu beenden. Ohne meinen besten Freund. Ohne den Action Man. Suchen Sie nach einem guten Freund für das Ödland? Niemand ist zuverlässiger als eine kalte, harte Haut aus Stahl. Oh. Was? 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 Ah. Vielleicht kriege ich's hin. Ich sehe mir das mal an. Ich hasse dich, Crow. Ich hasse dich. Warum gießt du nicht noch mehr Salz in meine Wunden? In meine Open Wounds. Oh. Ich glaube, ich habe gar nichts zu verkaufen. Wenn Kleider wirklich Leute machen, kann ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Weg damit. Fuck that. Okay, ich habe Sachen zum Verkaufen. Ich brauche Money. Ich brauche Money dringend. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel jetzt nicht schaffen werde mehr. Ohne Charon. Ohne Jericho. Mein ganzes Wissen Sie Team, meine Bescheid, wenn ganzen. Sie. Gute Reise. Ah, Fresse, Dude. Guten Abend. Hey. Meine ganze Reise, meine ganzen Pläne ruiniert. Ich habe zwei Ängste. Das ist der Typ, der Money verkauft. Oh ja, den brauche ich. Ein umherziehender. Ja. Hast du Ich Money für kenne mich? einen heißen Tod mit ganz verschiedenen aufregenden Geschmäckern an. Treffen Sie Aber Ihre Wahl. ohne Jericho. Aber ohne Jericho. Ich habe das Geld. Ja, ich werde positives Karma sammeln, damit ich einen neuen Danke. Begleiter fresse Bis bekommen zum kann. nächsten Mal. Passen Sie Da, auf sich auf. ja, ja. Hallo. Da Che, ja. Da Charon geglitscht ist. Das heißt, ich habe Aufgaben noch. Ein Zuhause für Brian Vickers. Diese Aufgabe können wir machen. Dafür kriegen wir positives Karma.
Ich bin verwirrt. Da bin ich verwirrt. Ja, meine Hoffnung für das Spiel. Redditch hat gesagt, in Rivet City sind Freunde von ihm. Das heißt, wir gehen nach Rivet City. Ah, verdammt. Verdammt. Ich habe zwei Ängste. Erstens, dass Liberty Brian mich ganz am Ende vernichten wird. Ja, er jagt mich in die Höhe. Er jagt ein Auto neben mir in die Höhe. Er steigt auf mich drauf. Irgendwas in diese Richtung. Ich bin tot. Liberty Brian wird's versauen. Ich habe etwas Wasser für dich. Ja, ich brauche das gute Karma. Sie haben mir schon so viel gehört. Da. 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 Da, nimm's. Da, nimm's. Du verdammter Wasser-Junkie. Ja, ich werde positives Karma sammeln. Ich werde sie nie vergessen. Damit ich mir die neuen Gefährten holen kann. Sie haben mir schon so viel geholfen. Wenn dann den Supermutanten oder den Bruder aus der Bruderschaft. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, ja, natürlich. Hier nehmen. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, ja. Wie viel habe ich denn? Verdammt! Bitte. Bitte. Gib mir mehr Wasser. Oh. Oh. Oh, ich habe gar keine Lust, das Spiel ohne Jericho weiterzuspielen. Aber hier sind wir auf der Blazy mit Harkness. Gibt es ein Problem? Oh. Doktor. Okay, ich kann ihn gar nicht. Ich kann gar nicht beweisen, dass er der Roboter ist. So, Markt von River City. Okay, wir suchen eine alte Frau hier. Hey. Hey. Oh, verdammt, das fühlt sich so unflüssig an. Das ist richtig schier. Mitteldeck. Ich kann noch ein bisschen reines Wasser kaufen und den Tipp geben. Mr. Nimmersatt da draußen. Hey. Hallo. Hallo. Wo ist die Oma? Staley's Tür. Angela Staley. Wer bist du? Ja, bitte. Ah, Diego, das ist die falsche Frau. Gary Staley. Du der Vater? Ich. So. Fassen Sie sich kurz. Ich habe einen sehr. Natürlich, wichtiger Mann. Mach nur weiter. Ah, das Spiel ist. Fühlt sich so komisch an. Falsch. Irgendwas stimmt schon wieder. Tammy Hargrave. Bist du die Richtige? Ja, was ist? Ah. Ja, das ist James, mein eigener kleiner Teufelsbraten, der nur Ärger macht. Ich würde ihn an Sie verkaufen, wenn man mir das erlauben würde. Falls Sie keine weiteren Fragen mehr haben, ich habe zu tun. Ich nehme einen neuen Jericho. May Wong war nicht die Richtige. May is wrong. Dead Stray ist noch immer nackt. Mr. Lopez. Er wird ihn schon alle umbringen. Tantellis. Hat er weggerübst? Hallo. Oh ja, it's Polly. Natürlich. Ob ich die richtige Frau finden werde? Nicht für mich, für das Kind. Ich könnte ihn als Gefährten nehmen. Oh nein, nicht der Typ. Oh, die Quest mache ich sicher nicht. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Oh. Oh. Nein, nein, sieht es nicht. Nicht mein Tod mit kann ich zurückbekommen. Okay. Entweder wir fahren lassen hier drin. Die Kirche, verdammt, läuft das unflüssig. Ich könnte mal nachschauen, wie die Frau heißt. Ups. Da ist der Pip-Boy. Mist. Hallo. Hallo. Ich meine, ich bin direkt am PC. Ich kann es nachgoogeln. Warum nicht? Brian Wilkers.
Ja, ich sehe das jetzt auch. Jetzt bin ich richtig blank hier. Brian Wilkes Forrest Pirate City Beef. Goddammit. Nein, verdammt, Werbung. Weg mit dir. Quest, Bursche, Haltungs. Seine Tante Vera. Oil. Oil. Oh nein. Vera Rivet City. Wir suchen eine Vera. Wir suchen eine Vera. Passen Sie auf. Es liegt hier nur Dreck herum. Vera. So schwer wird es doch nicht, eine Vera zu finden, oder? Ich kann abwarten und dann ins Dings reingehen. Oder ich kann unten nachschauen. Nein, sie lebt nicht auf der Toilette. Mal die Ruder Bar. Ich hoffe, sie ist nicht hier drinnen. Ja. Vera. Jetzt hätte ich sie schon gefunden, wenn sie hier drinnen wäre, oder? Das ist keine Vera. Bin mir zu 19% sicher. Irgendwie dreht sich alles, wenn ich das Spiel hier spiele. Es ist so unflüssig. So. Überraschung, dass auf der Bläse irgendwie besser war. Nicht der Deck. Oh. Oh, goddammit. Hallo. Hallo. Vielleicht finde ich irgendwo Veras Zimmer. Vielleicht ist Vera hier drinnen. Glaube ich auch nicht. Nur für Jericho. Keine Action. Jetzt schlafen wir alle. Okay, ich muss zum Anna. Und John Sean Skalinski. Keine Vera. Hallo. Dann wirklich hier jemanden zu finden. Hallo. Hallo. Okay, kann ich schon. Dann sollte ich rein können dürfen. Vielleicht. Yes. Okay, wir werden da wohl noch eine Vera finden, oder? Vielleicht ein bisschen Money für meinen Snapper. Vera important. Ha. Vielleicht auch ein bisschen Turpentina. Ich lege das so Willkommen. hin. Das hier ist das Waffengeschäft Fleck. Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Ja. Was cool ist, Bro. Ah, interessiert mich hier nicht. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst. Alles klar, Ich alles hoffe, Sie klar. planen keinen Einbruch. Ah, doch. Bra nicht ganz heimlich. Hallo. Okay. Hallo, noch keine Leute hier. Sehr unmöglich, hier jemanden zu finden. Sind die ganzen Ja. Leute? Bist du Vera? Trinitin. Hallöchen. Lust, dem Ja. netten Mädchen einen Drink auszugeben? Vera. Willkommen im Weatherly Hotel. Ich bin Ihre Gastgeberin, Vera Weatherly. Nun, ich sollte es Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, aber haben Sie schon von Pauly Cantelli gehört? Er ist medikamentenabhängig. Seine arme Frau Cindy weiß weder ein noch aus. Okay. Der arme Kleine. Ich weiß, wie das ist, Mutterseelen allein zu sein. Ich würde ihn liebend gerne bei mir aufnehmen. Keine Sorge. Ich kann ihn ernähren und pflegen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass er in Sicherheit ist.
Es ist wunderbar. Sollten Sie mal wieder nach River City kommen, dann besuchen Sie uns doch mal. Sie sind jederzeit willkommen. Positives Karma. Ich habe gehört, dass der Stadtrat darüber diskutiert, Geländer auf dem Flugdeck anzubringen. Gibst du einem Mädchen einen Aussehmann? Nein. Nein, warten Sie. Ach, Fresse. Nein, ich will nur Sachen kaufen. Hallo. Das ist die... Willkommen im Quick Fix. Das ist kein guter Name. Wer ist hier? Du, Schrott. Wie geht's? Mein Name ist Sie. Ach ja, ist mir egal. Ich habe von allem etwas. Ja, oh. Okay. Ich höre zu. Genau, was ich brauche. Sonstiges, wir brauchen Haarklammer. Oh. Ich könnte weinen. Wenn ich weinen könnte. Würde ich weinen können. Mit so jemandem macht. Ich suche nach Störenfrieden. Sind ja. Hier irgendwo welche gewesen? Lassen Sie mich in Ruhe. Das geht Sie nichts an. Okay, Bro. Ich könnte mir sicher das Plasma Rifle holen, wenn ich mich bei seinem Orkus dann aus seinem Zimmer reinhacke und mir anschaue, wo sein Plasma Rifle ist. Nein, das ergibt keinen Sinn. Hallo. Ich gehe mal in die oberen Geschosse. Nicht vergessen, keine Action diese Folge. Upper Deck. Muss ich wieder. Na, die Maus ist schon wieder im Spiel. Böse Maus. Banons. Jungs. Ach, den Schrank. Ne. Finanzen. Wie geht? Hm. Da gibt es sicher gute Loot drin, aber stehlen hilft ja nichts mehr. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Ups. Guten Tag, der Herr. Ich. Sie gehen mir auf die Nerven. Oh. Christian, Zimmers. Willkommen im Weatherly Hotel. Siehst du, waren wir schon drin. Vielleicht ist es ganz hoch oben. Ja, das war wahrscheinlich nicht der Kampf in der Stadt. Bebenhaus. Was gibt's hier oben noch? Ist das Dach schon? Brückenturm. Ja, ja, wenn wir rauf, das können wir runter teleportieren. Oh. Ah ja, da gibt's ja die Wachen. Hallo. Hallo. River City. River City. Boah, Stiegen rauf gehen ist nicht cool. Boah, ich muss niesen. Rivet City. Okay. Das schnarcht wer? Das ist ein männliches oder weibliches Schnarchen? Ich weiß es nicht. Hört ihr auch das Stöhnen? Knacken. Oh, kann ich nicht reinhacken. Da ist ein Brother Jones hier. River City. Hallo Brother Jones. Sir, Private Jones meldet sich zum Dienst. Erzähl mir deine Geschichte, Schlafsack. Sir, diese Schlackenhalde bewacht das Waffenhaus, Sir. Jawohl, Sir. Sir, Sie sind dazu befugt, das Waffenhaus zu betreten, Sir. Bitte zwingen Sie mich nicht dazu, auf Sie zu schießen, Sir. Das heißt, ich darf hier rein jetzt? Nein. Probieren wir ihn anzulegen. Das ist ein. Sorry, Bro. Ein Stealth-Ball wird verschwendet, den brauche ich zum Weglaufen wie ein Mann.
Goddamn. 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 Oh. Hey, Bro. Ich wünschte, ich hätte den Mut, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, das hätte ich auch gehofft mit Jericho. Das Leben erfordert Mut. Nur Feiglinge begehen Selbstmord. Sie mögen ja recht haben, aber ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ah, ich werde das verkacken. Das ist zwecklos. Huff. Das sagt Pater Clifford auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das glauben soll. Ich werde darüber nachdenken. Wirklich? Ich werde einfach... Mach dir die Entscheidung ein bisschen leichter. Ich mach mich aus dem... Da steht ja jemand. Da steht ja jemand oben. Ups. Tschüss. Oh. 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 Krass. Oh. Oh. Ups. Hey, Kleiner. Oberhalb. Ob da sei. Sie sind tatsächlich zurückgekommen, genau wie Sie gesagt hatten. Ja. Ich hoffe, Sie haben ein Zuhause für mich gefunden. Sie haben sie tatsächlich gefunden? Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich kann kaum glauben, was Sie alles für mich getan haben. Die meisten Leute wären einfach weitergegangen, wenn ich heulend auf sie zugerannt wäre. Ich packe meinen Krempel zusammen und bin dann sofort weg. Besuchen Sie mich mal irgendwann. Ja, du schaffst dich. Reise doch alleine dort rüber, oder? Positives Karma. Gib mir mein Karma. Nein. Kein positives Karma. Hallo? Oh. Okay. Sonst. Nein. Ich tue auf jeden Fall niemanden versklaven. Kein Versklaven hier. Okay, ich kann eigentlich noch zur Zitadelle gleich mal gehen und schauen, ob die mich reinlassen, weil ich so ein guter Mensch bin. Ignoriert den Selbstmordfall. Zitadelle. Ist das die Zitadelle? Hier muss die Zitadelle sein. Also rechte Seite. Okay. Ja. Ja, der Plan ist, das Spiel heute fertig zu spielen. Oder ich werde sterben. Man weiß ja nie. Ich werde hauptsächlich die Hauptquests machen. Und die sind ja gefährlich genug. Natürlich. Ha! Ist das Supermodant? Ich kann die Malwurfsratte geben dir jetzt. Die Malwurfsratte lacht sich ein. Nein! Lass Malwurfsratte in Ruhe. Das wird mein neuer Gefährte. Don't you dare. Was sagst du mal, Wolfsratte? Du und ich. Waffengefährten. Nein. Nein. Du rennst lieber weg. Ist in Ordnung. Du sollst leben. Oh, noch eine Wolfsratte. Hallo. Ist ja
entfriedigt diese kleinen Dinger. Gehen wir in den Sonnenuntergang. Ah, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ich schätze, ihr seid dann sowieso schon zurückgegangen, um euch anzuschauen, was passiert ist mit Jericho. Ja, wir haben uns mit den falschen Viechern eingelegt. Eindeutig. Okay. Unterhalb der Brücke, ich kann mich erinnern, es sind Raider. Unterhalb der Brücke Raider. Operators. Komme ich hier überhaupt runter? Ich will nicht durch Fall Damage sterben. Und ich will nicht wieder irgendwo hängen bleiben. Okay. Ah, das Spiel schaut so hässlich aus. Ich hätte so gern Mods. Aber nein. Ich spiele das Spiel so. Mal schauen, wie die anderen Spiele laufen werden. Zitadelle. Wenn die Berserker sie erobern, werden sie ihr Zitadellen. Lass mich rein. Eben Bruce. Was geht ab? Alles klar. Alles klar. Ich bin Paladin Bale. Was wollen Sie? Nein. Wie ich sehe, versuchen Sie an das Gute in mir zu appellieren. Da werden Sie aber leider auf taube Ohren stoßen. Ein Gratistipp. Wir benutzen unsere großen Waffen, um große Supermutanten zu töten, damit Leute wie Sie nachts schlafen können. Ich benutze meine kleinen Waffen, um große Supermutanten zu töten. Das wäre schon möglich, aber nur mit der Erlaubnis des ältesten Lions. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Also, Abflug! Sie befinden sich vor der Zitadelle, dem Hauptquartier der Stählernen Bruderschaft. Abteilung Ödland der Hauptstadt. Nein, hier dürfen keine Supermutanten, Zivilisten oder fahrende Händler herein. Zu welcher dieser Gruppen gehören Sie? Ganz super Soldat. Ja, in den Stadtruinen wimmelt es nur so von ihnen. DC ist fast vollständig in ihrer Hand. Tun Sie sich selbst und uns einen Gefallen und bleiben Sie so weit wie möglich von dort weg. Das ist wirklich kein Ort für Zivilisten. Sonst nichts. Der Storch sei mit Ihnen, mit dir. Und du so? Willkommen. Hey. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, danke dir auch. Und was ist da drüben? Weiterer Bruder. Kann ich sonst noch was tun, um gutes Karma zu bekommen? Ah ja, weitere Brüder. Nimm dir den Hintereingang. Da rennt mit. Hey. Rennst mit einem Raketenwerfer spazieren, ha? Sehr mutig. Ich glaube, ich kann nichts tun, dass ich noch gutes Karma bekomme. Ich kann nicht mal die richtigen Tasten treffen. Ich habe so viel schon erobert. Wir haben uns eh schon durch das ganze Spiel durchgespielt. Tempel der Einheit könnte ich noch machen. Nee. Gehen wir Richtung Hauptmission. Vielleicht muss ich doch noch dann später zurück zu Free Dog, um die Lions Blondine zu holen, die Tochter vom Lions, vom Ältesten. Okay, aber das wird erst in der nächsten Folge sein. Ah, hier ist der Eingang. Gift Shop. Ja. Wie weit sind wir drin? Sind wir schon 30 Minuten drinnen? Ich habe nicht viel gemacht. 30 Minuten. Und das ist mein Mirror-Bildchen. Ja, sehr eigen ausschaut. Ja. Peace out.